Hallo und willkommen zum dritten Teil des TechZone.at Java Tutorials. Heute werde ich euch zeigen, die if-Abfragen. Also eine if-Abfrage ist ein Code-Element zur Abfrage, ob ein bestimmter Wert richtig oder falsch ist. Also ob jetzt zwei Werte das gleiche sind oder nicht. Und dazu werde ich jetzt erstmal zwei Variablen erstellen. Int a und int b. Und die sind jetzt erstmal beide das gleiche. Und in der if-Abfrage, die schreibt man eben ganz normal if. Im Abfrageblock prüfe ich, ob die beiden dasselbe sind, indem ich schreibe a ist gleich b. System out println richtig. Und falls sie falsch nicht dasselbe sind, soll er ausgeben System out println falsch. Und hier schreibt er in diesem Moment richtig jetzt noch hin, weil eben a das gleiche ist wie b und da benutzt man in diesem Fall das doppelte Anführungszeichen Gleichsetzungszeichen, weil wenn man ein normales verwenden würde, würde a auf b gesetzt werden und die Operation würde richtig zurückgeben und dadurch würde der Codeblock nach dem if ausgeführt werden und es würde richtig dastehen, selbst wenn a etwas völlig anderes wäre als b. Und deswegen brauchen wir das konditionelle Abfragezeichen und das ist eben ein doppeltes ist gleich. Und wenn jetzt b ein anderer Wert wäre als a, zum Beispiel 7, gibt zurück falsch. Denn wenn dieser Wert, dieser Boolean ist das in diesem Fall, nicht stimmt, dann geht er nicht in den Codeblock vom if, sondern wenn er einen else-Codeblock hat, führt er diesen aus. Falls er den nicht hätte, würde er gar nichts tun und einfach das if überspringen und später weitergehen. Dasselbe geht auch mit Strings. Wenn ich jetzt hier hätte einen String A und String B, der eine ist Hallo, der andere Hallo, würde er eben auch falsch zurückgeben, weil die beiden nicht genau dasselbe sind. Wenn ich hier noch das L dazu schreiben würde, wäre es wieder richtig. Was bei Ints noch geht, ist, dass man prüfen kann, ob a größer oder kleiner als b ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, ob a kleiner als b ist, schreibe ich einfach ein kleiner Zeichen. Und da gibt richtig zurück. Kleiner gleich würde auch funktionieren. Und dann gibt es noch größer und größer gleich. Und da würde er in dem Fall falsch zurückgeben. Und das war es auch heute schon mit diesem Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.